So, erstmal schöne Grüße aus dem regnerischen Frankenland an euch da draußen. Das wird ein kurzes Video oder ein kurzes, ja, ich hoffe, es wird ein kurzes Video. Vorbereitung der Frontplatte BMS für das IL-DIY 16S Gehäuse. Das ist jetzt das dritte Case, das ich baue. Zwei laufen schon, also insgesamt 30 Kilowattstunden Speicher, die sind schon sozusagen an den Inverter angeschlossen und laufen seit ein paar Stunden. Das ist jetzt das letzte. Ich werde dieses Gehäuse aber auf die Schnelle nicht fertigstellen können, weil hier die Linking Boards zum Zellenbalancieren noch nicht eingetroffen sind, beziehungsweise die haben gefehlt in dem einen Paket. Die Kollegen von IL sind eigentlich sehr hilfsbereit, sage ich jetzt mal, haben gesagt, ja, wir schicken sofort mit Express was nach. Ja, ist halt jetzt dumm gelaufen. Schade, dass eins nicht fertig werden kann, komplett. Aber ich mache mich jetzt einfach drüber und will dieses Case hier schon mal so weit fertigstellen, dass da nur noch die zwei Boards reingehangen werden müssen und alles ist tippidoppi. So, und das mit der Info würde ich sagen, fangen wir gleich an. Wir haben hier das Display fürs BMS. Übrigens, ich habe das ganze Video schon mal gedreht, alles in englischer Ausführung. Aber ja, ich mache es halt noch einmal in Deutsch für diejenigen, die mit Englisch nicht so zurechtkommen. Genau. Dann brauchen wir das BMS. Das haben wir hier. Dann brauchen wir noch hier ein paar Kabel und Schrauben und unter anderem auch die Knöpfchen. Ich hatte beim Zusammenbau gestern Abend beim zweiten Case schon die Problematik, dass diese Löcher nicht ganz gepasst haben, beziehungsweise ich wollte diese Knöpfe hier aufs Display erst später drauf machen. Das hat nicht so gut funktioniert, deswegen mache ich das jetzt gleich vorab, weil sich dann auch das Display schöner in diesen Löchern hier zentrieren kann. Und dann sitzt es auch so, dass die Knöpfe vernünftig sich drücken lassen. Das war gestern nicht so. Ein weiterer Punkt, macht das Display, die Displayfolie gleich ab, weil das ist eine Fieselei, wenn ihr die später abmachen wollt, weil der Rahmen außen noch über dem Display übersteht. Also das heißt, man kann nicht hin und kann es einfach abziehen, sondern das ist eine richtige, ja, ist nicht schön. So. Dann machen wir das hier rein. Dann nehmen wir gleich die Schrauben vom letzten Case, die noch übrig sind, weil das sind alles die gleichen. Die 3x8. Das setzen wir schön da rein und schrauben das Display fest. Übrigens, ich finde diese schönen Kästchen hier echt klasse, die sie mitliefern, weil alles schön zusammen aufgeräumt ist. Man muss nicht eher ewig erst suchen. Ja, apropos suchen, jetzt suche ich natürlich mein Werkzeug. Ja, also die Teile müssen wir dann zumindest nicht suchen. Und das ist eigentlich schon mal ein Vorteil. So, dann machen wir mal die rein, so noch nicht, dass sie fest sind, sondern nur gerade so bevor. Die mal handfest und dann schauen wir, ob die Knöpfe sich vernünftig drücken lassen. Aber später will ich da nicht mehr anfassen wollen. Übrigens, das sind Displays, ich habe es glaube ich in einem anderen Video schon gesagt zu den Cases. Das sind die Displays mit Bluetooth-Funktionalität fürs 10E C Plus. Und zwar erkennt man das hier an diesem Chip. Das ist der Bluetooth-Chip hier. Könnte man so lassen, ich würde sie aber fast noch. Ich schiebe die jetzt noch ein wenig hier hoch. Und zwar, ich benutze das hier, damit die Knöpfe nicht unten aufliegen, also so diesen Schaumstoff. Nur falls ihr mal fragt, warum das jetzt auf Schaumstoff liegt. Das hat einfach nur diesen einfachen einen Grund. Erstmal mit dem Display gewesen. Was
wir ja gleich machen können, ist. Perfekt. So, das ist dran. Dann könnten wir theoretisch schon dieses Kabel hier ranstecken. Es ist egal wie rum. Dann als nächstes brauchen wir den Fuse Holder oder diesen Sicherungshalter. Da sage ich es auch nochmal zu. Da sind ziemliche Gerade dran. Und da die später, dass wir, da wir ein Spiel auf dieser Platte brauchen, mache ich die durch die mit dem Kegelsänger ein bisschen aufmachen und habe dann auch den scharfen Grad gleich beseitigt. Ist noch Kunststoff, das geht eigentlich echt gut. So, passt. Man sieht, der wackelt hier ein bisschen. Und zwar dieses Spiel, das brauchen wir später, habe ich festgestellt. Ohne das kommen wir nicht ganz hin. Mit dem ganzen Bus war es wieder mit beigelegt sind. So, dann brauchen wir logischerweise später noch diese zwei Kabel. Und jetzt brauchen wir auch das neue Set Schrauben. Das eigentlich für dieses Kästchen, das ist neu. Ich hatte noch vom vorherigen Set ein paar einzelne Schrauben übrig. Weil wir nämlich auch die Terminals reinmachen müssen. Und die machen wir gleich, weil das ist das Einzige, was eigentlich von der Vorderseite verschraubt werden muss. Deswegen mache ich das jetzt mal kurz hier auf. Sorry, schon vorbereitet. Das sind die Covers für die Terminals. Ups. Das sollte man nicht so tun. So, Nummer 1. 2. Und zwar ist es Plus. Und dann haben wir nochmal zweimal die gleichen, nur in schwarzer Ausführung. Der Minus. So. Die Deckel brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Die sind erst relevant, wenn das Ding dann wirklich unter Spannung ist. Ganz wichtig, ich zeige es euch an denen hier. Da hinten sind so Gummidichtungen drin. Und diese Gummidichtungen, die dürfen erstmal nicht verrutschen und die sollten auch alle drauf sein. Also darauf achten, dass diese Gummidichtungen drauf sind. So. Und dann müssen wir. Also hier ist die Anleitung, in der Anleitung sieht man es auch schon, wo orange ist, also orange ist rechts vom Display, das heißt hier drüben wäre Plus. Und zwar müssen die so verschraubt werden, dass dieser Kontakt hinten oder diese Pfosten, diese metallische Pfosten, in einer Flucht ist, also bei beiden. Also nicht so, sondern so, okay? Darauf sollte man achten und das werden wir jetzt gleich auch so tun. Habe ich aber natürlich schon das Display reingeschraubt, das ist natürlich suboptimal, aber das kriegen wir auch. So, dann setzen wir rechts vom Display Plus. So, gucken, in einer Flucht. Genau. Und dann machen wir hier. Und zwar brauchen wir hier die 12. Und zwar sind das die längeren hier, oder? Was schreiben Sie in der Anleitung? Ich glaube, die 12er waren es für die Terminals. Fast eine LCD-Screen, okay. Control Panel M4x12, genau, das sind die längeren. Und zwar gibt es zweierlei Schrauben hier, die schauen sehr ähnlich aus. Die einen sind 2 mm länger wie die anderen. Und zwar sind das hier oben, das sind die 12er. So, die nehmen wir jetzt gleich, packen die dann da rein und dann schrauben wir die ganzen Terminals erstmal rein.
Stückbrotterminal. So, ich schaue die MRS ein bisschen an, dass sie greifen. So, dasselbe machen wir mit den schwarzen. Dichtungen sind drauf. Orientierung passt auch. Genau. So. Und Nummer 4. Damit sind dann eigentlich schon die Schrauben, die M4x12, sollten damit alle eigentlich verbraucht sein. Außer man hat sich beim Verpacken verzählt. 5, 6, 7, 8, genau. Passt. So. Dann machen wir das gleiche hier drüben. Schrauben rein. Und alles. Schauen wir uns mal von hinten an. Sieht gut aus, soweit. Also, von vorne haben wir rechts Plus, links Minus, das ist Blaze jetzt drin. So, als nächstes würde ich sagen, machen wir den Power-Knopf rein, den On-Off-Knopf. Und zwar haben wir den hier. Und zwar brauchen wir dafür entweder einen passenden Schlüssel oder eine Zange. Jetzt nicht den passenden Schlüssel hier, ich weiß auch gar nicht, was das ist, vielleicht ein 19er oder 20er. So. Dann die Mutter dran. So. Dann ist er fest. Passt. Gut. Dann haben wir den Powerknopf auch schon drin. Display haben wir drin. Dann drehen wir das Ganze mal rum. Jetzt kommt im Endeffekt. Jetzt kommt das BMS dazu. So, hier haben wir das Z-Plus CE BMS. Also das ist genau das gleiche, das Z-Plus auch vertreibt. Auch voll kompatibel zu den Firmwares und so weiter, soweit ich weiß. Und da gibt es eine Eigenheit zu, und zwar gibt es hier einen Reset-Knopf. Jetzt muss ich mal kurz schauen, genau. Es war das erste, was mir aufgefallen ist, wie ich das erste Case zusammengeschraubt habe. Und zwar, wenn ich diesen Reset-Knopf hier unten habe, hier ist die Stelle für den Reset-Knopf, dann ist es einfach offen und dieser Drücker hier ist ja gar nichts, ne? So. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen, also deswegen,
die Kamera ein bisschen verstellen. Deswegen habe ich das erste, was ich gemacht habe, mir einen Knopf gedrückt. Ist hoffentlich sieht man es. Gedruckt aus dem 3D-Drucker, der hier genau drauf passt. Den kann man jetzt hier schön draufstecken. Und der sitzt drauf und der fällt auch nicht raus. Entsprechend den hier draufpacken. Und dann setzen wir mal das ganze Ding hier soweit ein. Dann sollten die LEDs auch schön reinpassen. Ja, schaut eigentlich schon recht gut aus. Dann kann man auch die Schrauben hier verwenden. Und zwar kommen hier wieder diese M3x8 zum Einsatz. Zwei, sechs Schrauben fürs BMS. Und zwar hier. Somit wäre das BMS jetzt auch fest. Perfekt. Schauen wir mal, wie es von vorne ausschaut, ob da alles so weit passt. Der Reset-Knopf kann man drücken. Die LEDs sind alle schon drin. Adressbereich oder Adress-Tippschalter ist schön erreichbar. Perfekt. So. Dann kommen wir zu den Busbars. Und die Busbars, da habe ich ein paar Problemchen. Bereits bei den anderen zwei Cases gehabt und ja, hier haben wir noch eins. Und zwar gibt es hier mehrere Busbars, die haben, ihn hat vor kurzem wohl irgendwie die Produktion umgestellt und die sind nicht so ganz optimal. Und zwar müssen wir nämlich hier ein paar Modifikationen machen. Die hier passt soweit, das ist die hier drüben sitzt. Die hier, er schaut in deren ihrer Anleitung besser aus wie die, die sie mitgeliefert haben. Jetzt muss ich kurz mal schauen. Genau, hier sieht man es. Und zwar haben sie hier, ist hier anscheinend diese Busbar, die ist nochmal hier gewinkelt. Keine Ahnung, warum das jetzt bei der nicht mehr so ist. Auf jeden Fall, die funktioniert auch, ist aber nicht so schön wie die hier. Also die scheint mir schon mehr Sinn zu machen. Ich frage mich nur, warum sie dann die alten noch rausschicken, wenn sie denn schon wissen, dass es Probleme gibt, aber gut. Genau, das ist hier der Anschluss von hier drüben. Das Problem hier ist, diese Stanzung von dem Langloch ist nur 4,3 mm. Müsste aber 5 mm sein, weil die Schraube hier 5 mm Schraube ist. Entsprechend muss man die hier aufbohren. Das geht auch. Aber ist halt wieder zusätzliche Arbeit. Ja. Also hier muss aufgebohrt werden. Und bei dieser hier gibt es noch eine Eigenheit. Da gibt es wohl auch eine neuere Version von mit Langlöchern hier und hier. Und zwar das Langloch nicht in diese Richtung, sondern in diese Richtung. Und weil ich das erste Mal hier draufgelegt habe, dachte mir, das funktioniert ja nicht, weil die Löcher hier komplett 2 mm weg sind. Also ich kriege die Schrauben nicht mal hier rein vom BMS. Entsprechend muss ich die auch dann erstmal modifizieren. Ja, so, aber ich glaube als erstes, schon wieder was runtergefallen, als erstes werden wir jetzt erstmal den Fuse holen.
installieren, damit der schon mal hier befestigt ist. Die Schrauben gehen mal beiseite. Das sind übrigens die 14 mm Schrauben. Keine Ahnung, warum man da 14 mm nimmt, aber. Okay, für diesen Fuse Holder sind zwei spezielle Schrauben dabei. Die liegen hier unten im rechten Fach. Und zwar sind es so mit einem breiteren Kopf und relativ kurz. Und die gehören genau da rein. So, in diesem Päckchen von vorhin hatten wir die Terminalschrauben, oder nicht Terminalschrauben, sondern das sind diese Schrauben für die können hier oben drauf, sind insgesamt 6 Stück. Und zwar einmal für dieses, für diese Busbar hier. Die ist hier oben flexibel, also man bekommt die auch schön auf den Batteriepol, aber könnte besser sein. So, das Displaykabel legen wir auch gleich mal hier rüber. Und zwar, das muss hier angeschlossen werden. Und der Start- oder Powerknopf, der muss hier angeschlossen werden. So. Die Busbar muss ich modifizieren, die muss ich auch modifizieren und die hier geht so. Ziehen wir die gleich mal an. Mit Gefühl. Die muss hier angebracht werden. Dafür gibt es hier Schrauben, und zwar gibt es hier längere und kürzere. Die längeren sind für die Vorderseite von den Anschlussblöcken hier und die kürzeren sind für hier hinten die Busbars mit den Anschlüssen hier zu verbinden. So, die zwei brauchen wir dann für die Seite hier drüben. Okay, und jetzt mache ich mal kurz Pause und modifiziere mir hier die zwei Busbars. Einmal hier ein Langloch reinmachen und einmal hier 5 mm aufbohren, damit wir die auch verbauen können. So, bis gleich. Okay, hier bin ich wieder. Es hat nicht mal 5 Minuten gedauert, wenn man genau weiß, was man machen muss. Und zwar diese Busbar. Sieht man vielleicht hier unten, habe ich ein bisschen ausgefeilt.
Und hier habe ich das Loch auf 5 mm aufgebaut, sodass wir die Schraube hier durchbekommen. Und das werden wir jetzt gleich mal hier montieren. Aber dafür brauchen wir wieder die drei da oben. Die passen jetzt auch in die Löcher, weil vorher gingen die gar nicht da rein. Wie gesagt, es gibt hier wohl eine Version der Busbars, die Langlöcher hat. Für die drei Schrauben und für die Schraube da vorne auch noch einmal zusätzlich. Aber ist jetzt halt mal. So, dann können wir auch schon mal die Sicherung hier auspacken. Das ist aber eine widerspenstige Folie hier. Hier haben wir eine 250 Ampere Sicherung. So, die sollte hier so da drauf liegen. Das sollte man vergessen. Gut. So, dann haben wir das dran. Dann ich jetzt mal ein bisschen mehr hier rüber ins Licht und hole die Kamera noch nach. Dann erkennt man das vielleicht auch ein bisschen besser. Sorry. So. Und jetzt kommt noch die letzte Busbar. Und die ist ein bisschen tricky, weil da muss man ein bisschen schauen, dass die dann auch wirklich vor den Löchern her passt. Die muss nämlich zweimal hier verschraubt werden und einmal hier. Und dann gibt es noch hier diese Spule auf diesem BMS, Batteriemanagement Board, die ich immer wieder vermeide zu berühren. Jetzt die Frage, machen wir es innen oder außen? Ich glaube fast, die Schrauben würden so besser passen. Jetzt machen wir mal die schon mal hier rein und schrauben die schon mal an. Und dann können wir schauen, wie wir am besten hinkommen. Außen oder innen. Alle Kurven schauen wir mal, was passiert. Mal alle Schrauben schon reinbekommen. Ja. Es geht ja. Es drückt hier unten noch ein bisschen auf diese Spule, aber das hat auf jeden Fall Spiele. Das ist nicht schlimm. Also gut, dann hätten wir das ja schon. Schrauben. So, die hier noch anziehen und dann natürlich alle Schraubverbindungen noch mal kontrollieren, dass die auch wirklich alle. Das mache ich noch mal hier auf, weil es schaut aus, wie wenn der Schrumpfschlauch hier noch dazwischen ist.
Und damit wäre eigentlich das BMS so gut wie verkabelt. Was wir jetzt noch machen ist, es gibt hier zwei Kabel, ein kurzes mit schwarzen Steckern, Pfostensteckern und eins mit weißen Pfostensteckern. Die werden auch nach der Farbkodierung entsprechend angeklemmt. In dem Fall ist es egal, ob so rum oder so rum, weil das Kabel 1 zu 1 das gleiche ist. Oder die Steckerverbinder. So, deshalb stecken wir jetzt das dann an. Das muss mal klacken. Genau so. Und das Weiße das gleiche. So. Und mit diesem Klicklack wären wir erstmal fertig. Und das BMS und alles ist eigentlich aufgebaut. Arbeit 30 Minuten ungefähr. So, hiermit mache ich dann erstmal Schluss und dann mache ich mal noch ein Video, wie man das Batteriegehäuse weiter vorbereitet. Und ciao erstmal.